Grüß euch, liebe Leute, da ist der Peter von Leimis Werkstatt. Wir bauen heute einen Gegenstand, den was man eigentlich immer im täglichen Bedarf verwendet. Der kann mich gerne kontaktieren. Ich blende euch meine E-Mail-Adresse unten ein. Dann lasse ich denjenigen noch den Plan zukommen. Natürlich auch in der korrigierten, richtigen Fassung.
Der Handtuchhalter ist jetzt fertig. Ich werde dann auch montieren gehen und dann werde ich noch ein paar Fotos euch zeigen, wie er so als montierter ausschaut. Die Schrauben sind einmal ein bisschen zu kurz, da muss ich noch längere Schrauben organisieren. Bei dem Teil da, also bei der Führung, heißt es ja schön, aller guten Dinge sind drei. Ihr habt es ja, glaube ich, gesehen im Video. Das erste, ich habe es ja dreimal gemacht. Das war der erste Versuch. Das ist absolut nicht gegangen. Da ist mir ja erstens einmal der Anschlag flöten gegangen. Das habe ich nicht gleich gesehen. Aber im Videoschnitt habe ich es nachher gesehen. Ja, hat mich geärgert. Gut, macht nichts, macht man einen zweiten. Was macht der Peter? Er schneidet nachher. Schneidet es mit der Stichsäge vor, also aus, vor, raus, aus, ja, wie auch immer. Und was tut er in seiner Blödheit, muss ich jetzt sagen, er schneidet genau am Strich und somit habe ich kein Fleisch mehr, wo ich mit dem Fräser wegnehmen kann. Tja. Und der dritte Versuch hat dann geklappt. Im Voraus danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Peter von Leimis Werkstatt. Baba!